Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video zu unserer Basis. Und zwar habe ich vollkommen übersehen, dass Atlantis hier nochmal einen Turm hingestellt hat. Da ist jetzt momentan nicht viel drin. Hier sind Wärmflaschen drin. Hier geht es rüber zum Hauptmann der Wache, zu seinem Quartier. Und hier gibt es auch nochmal... Ach so. Ah ja, genau. Und hier gibt es auch nochmal einen Turm rauf. Jetzt haben wir hier quasi einen Doppelturm. Genau. Und hier hätte ich gerne was anderes gehabt. Okay, das reißen wir nochmal ab. So, und zwar... hätte ich gerne da so einen Türrahmen reingesetzt. Moment. Nee. Moment, stopp. Mach das nur mal richtig hier. So. Genau. Und hier auch noch mal so ein Ding. So, dann haben wir hier noch ein schönes großes Fenster. Genau. Brauchen wir in die Richtung noch? Na, da brauchen wir eigentlich keinen. Obwohl, aber das schaut echt nicht gut aus. Moment. Ich würde sagen, dann machen wir hier noch ein Fenster rein. So, dann haben wir hier noch ein Fenster wenigstens drin. Die Kiste würde ich sagen, die räumen wir mal hier rauf. Die schmeißen wir mal dahin. Ja, und irgendwie... Ah, hier ist ein Durchgang, genau. Irgendwie brauchen wir noch ein Badehaus. Wo sollen wir denn baden? Hedonisten müssen doch gut duften. Ah, es ist blöd, aber wie machen wir das? Hier ist einfach zu wenig Platz. Also ich habe jetzt auch nochmal, Atlantis hat ja auch so ein bisschen geschludert, sage ich mal, beim Bauen. Ich habe hier noch überall so Geländer hingesetzt. Hier war zum Beispiel keins, hier war keins und hier war keins und sowas braucht man natürlich. Man möchte ja nicht da runterfallen. Ja, aber was machen wir jetzt mit einem Badehaus? Was machen wir da jetzt? Hier ist ja jetzt das Lager. Wo könnten wir denn noch ein Badehaus hinsetzen? Die Lordschaft möchte ja auch bestimmt baden gehen. Hier ist der Kerker. Hier ist die Bibliothek. Hier ist der Thronsaal. Mach mal den Hammer weg. Der Arbeitsbereich der Lordschaft. Hier ist die Empore für den Thronsaal. Und hier ist der Raum für Lord und Lady. Boah, das ist echt schwierig. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo für so ein paar Badezuber müsste noch irgendwo Platz sein. Aber wo? Na hier, das ist halt auch alles so schmal. Was ist denn das hier eigentlich alles für ein Quatsch? Moment, die müssen wir mal ein bisschen gerade hinstellen. Da hat auch wieder irgendeiner geschlampt. War ich das? Ich weiß gar nicht mehr. Aber für was sind denn diese Kisten hier? Ach, die waren ursprünglich mal für Lord und Lady, für ihren Kram. Für deren Kram, genau. Und das habe ich ja bei denen einsortiert. Im Raum. Genau, ja. Deshalb sind hier leere Kisten. Hier ist halt auch so ein untoter, untoter Raum, ja. Ein unnützer, toter Raum. Genau hier am höchsten Turm.
Ja, das muss aber auch ein Wachturm sein. Vor allem, hier hat man halt wirklich die beste Aussicht hier im Brückenwacht. Ja, aber wo hätten wir denn noch Platz? Ich hätte wirklich gern, es gibt ja diese Sachen hier, die hatten wir, eiserne Kesseln, dekorieren. Ja. Aber wo? Haben wir hier unten noch einen Platz? Hier ist die Bühne, hier ist das Wohngebäude. Ja gut, der Spieler ist ja gar nicht mehr hier. Stimmt eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der das gebaut hat hier. Und unser Dorf, das ist voll und hier ist kein Platz mehr. Naja, hier. Aber wirklich so ein Badehaus dahin bauen? Ich weiß auch nicht so recht. Aber es wäre halt schon besser, dass das Badehaus in der Burg wäre. Aber wohin halt damit? Wir haben hier die Schreinerei, hier in dem Bereich. Und hier ist die Waffenkammer. Und das Lager unten. Nee, ich meine, hier ist die Stube der Wache. Und hier ist die Waffenkammer. Tja, was machen wir? Was machen wir? Oder sollen wir bei Lord und Lady noch so einen Zuber einfach reinstellen? Aber wir können ja, wir anderen können ja dort nicht baden gehen. Aber ich finde, da ist halt auch schon alles voll. Nee, da ist kein Platz mehr. Das schaut auch nicht gut aus. Am Balkon, naja, toll. Macht auch nicht wirklich Sinn. Vor allem, wir können ja dann die Dortschaft beim Baden beobachten. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Naja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich euch jetzt mal gezeigt, was noch dazu gekommen ist. Genau, dieser andere Turm, den hatte ich in dem anderen Video, das ich gemacht habe, wo wir alles gezeigt haben, wo ich alles gezeigt habe, habe ich das vollkommen übersehen. Warte mal. Habe ich jetzt noch das Material, habe ich einstecken. Da wäre aber auch noch ein Fenster nicht schlecht. Weißt du was? Weg damit. So, kommt hier auch noch ein Fenster rein, dass das von unten nicht so gleichförmig ausschaut. Ach komm. Wir brauchen Fenster. Dunkelholz fehlt. Hä? Ach so, okay. Und ich hätte gesagt, ja, hier können wir noch ein Lager machen, oder? Oder sollen wir hier noch ein Badezuber reinmachen? Na, ich weiß auch nicht. Bleibt noch mal dran, Leute. Vielleicht wird das Video doch länger und irgendwie, was brauchen wir denn für so ein Badezuber? So, Eisenbahn und Lehmform. Und für das Ding Eisenbahn, okay.
So, Lehmform. Boah, wo haben wir denn die wieder? Eisenbahn waren hier drin. Hier ist voll. Hier ist voll. Okay, Eisenbahn. Boah, wo haben wir denn Lehmformen jetzt? Tja, gute Frage. Na, ist die verfeinerte Lehmform hier? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein paar. Okay, wisst ihr was? Jetzt fangen wir mal hier an. Hier ist der Durchgang. Hier könnten wir ein Badezuber hinbauen. Oh, das braucht aber viel Lehmformen. Und hier noch mal sowas da. Okay, ich werde da mal gleich ein paar Screenshots machen für den Discord. Okay, wir brauchen Lehmformen. Na, bleibt da nicht hängen. Warum ist denn die Tür so schmal? Ach, wegen den Kisten hier. Wo baut man denn Lehmformen? In dem Ding hier? Nee. Hier? Ja, Lehmform. Lehmstein. Okay, passt. Mach mal ein paar. Okay, es wird jetzt ein bisschen dauern. Gut, dann machen wir jetzt das doch eine normale Folge draus. Okay. Dann kann ich schon mal das andere Zeug wegräumen, das wir nicht brauchen. Der baut derweil. Genau, machen wir das so. Wir brauchen auf jeden Fall Bademöglichkeiten. So, Moment. Hier ist dieses Harzzeug. Dann dunkles Bauholz war in der Dings. Und Stopp. Ambrositnägeln waren hier. Die fliegen hier raus. Okay, dunkles Bauholz habe ich hier rausgenommen. Passt, genau. Dann haben wir hier diese Lehmgeschichten. Okay. Wie schaut's aus hier? Dauert noch so ein bisschen. Okay. Aber kriegen wir schon hin. Genau diese Lehmformen, die kann man ja auch immer brauchen für gerade solche Sachen. Gut, noch 10 Stück, dann haben wir's. Im Dorf wäre es halt auch nicht schlecht. Da könnte man aber draußen baden, oder? Okay. So. Okay. Das heißt, das haben wir fertig. Okay, das ist für die Wache. Ich glaube, Myron bräuchte so ein Teil. Ja, die hat halt hier auch keinen Platz mehr. Na. Na, okay. Gut. So, Lord und Lady brauchen auf jeden Fall auch sowas. So, das ist das. Arbeitstisch, da ist es Quatsch. So, hier ist kein Platz mehr. Das ist doch hier baden. Wir sind oben, okay. Ja, da kann die Wache kann dann spannen. Es ist einfach zu wenig Platz hier. Ach komm, bauen wir das dahin. Können Lord und Lady hier baden? Zusammen. So. Und
Und hier. Okay. Ist halt ein Außenbad. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, dass der Alibi halber werden wir bei uns im Dorf auch noch sowas hinbauen. Wo könnten wir denn Bademöglichkeiten hinsetzen? Bei Dajin. Oh, wisst ihr was? Um das Ding hier rum. Okay, eins, zwei, drei, vier und so ein Heißwasserbecken. So eine Heißwasserschale. Moment, das setzen wir dann da hin. Unter Dajins Haus, das passt doch. Der wird sich... Was ist denn das für ein Quatsch? Wo hast du denn das jetzt hingesetzt? Ach du Pfeife. So, genau. Warte mal, der steht ein bisschen zu weit weg. Und der steht ein bisschen zu nah. So, dann kann man... Da wächst Gemüse raus, okay? Kann man sich jetzt hier zum Baden hinsetzen. Okay, na gut. Okay. So, dann werde ich jetzt noch aufräumen, mein Material, und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao und Servus.